Hallöchen und herzlich willkommen zurück wieder zu einer weiteren Runde Planet Coaster mit mir, dem Berliner. Und wie ihr schon seht, es ist alles wieder frei. Leider hat das Bugfixing nicht geholfen. Meine Karten waren immer noch im Eimer. Und deswegen werde ich jetzt hier auf die Schnelle einfach mal hinzimmern, damit wir hier wieder was haben, Leute. Und dass wir hier den Park bauen können. Das ist echt ärgerlich. Ich bin echt ein bisschen angepisst, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil, ja, ich hatte mich schon richtig darauf gefreut. Aber wie gesagt, es kommt immer anders, als man will. So, deswegen werden wir jetzt mal auf die Schnelle hier was hinzimmern. Mal gucken, wenn wir das jetzt hier hinpflastern. So, ein bisschen gerader. So, da haben wir den ersten Eingangsbereich. Nicht schön, aber er tut es erstmal. Wir können jetzt noch den Ausgang bauen. Dort hinten lang. Dann werden wir jetzt gerade rausgehen erstmal und dann werden wir einen kleinen Bogen machen. Da haben wir es. So. Von dort können wir noch mal abgehen. Jetzt wollen wir hier mal so kleine Inseln bauen. Und so, da haben wir es. Und da werden wir jetzt noch kleine Sachen hinbauen. Nee, bauen wir noch nicht. Wenn wir hier noch so ein Riesenkarussell hinpflastern. Oh, ich muss mal weiter von der Karte hoch. So, dann haben wir das. Das hier ist das Riesenteil, was wir da hatten. Leg mal hier hin, bauen sollen, nicht Dödel. Naja, das ist egal. So, da haben wir's. Wir werden auch gleich den Eingang besetzen. Und wir werden den Ausgang hier hinsetzen. Weil dann haben wir gleich eine Verbindung. Dann brauchen wir dann nicht viel mehr bauen. So. Ich habe ja letztes Mal einen Tipp bekommen. Ich habe mich doch gewundert, dass da die eine Strecke so voll war. Und habe dann gehört, das konnte ich leider noch nicht mal nachprüfen, dass ich vergessen hatte, den Ausgang zu bauen. Das hieß, die konnten nicht mal da weg. Und ja, deswegen war es so voll. Und ich würde gerne heute ein bisschen was versuchen hier. Und zwar würden wir hier mal heute irgendwas Schickes bauen. Mal gucken. Mal sehen, ob es wirklich so schick wird, wie ich denke. Ich vermute schon fast gar nicht, aber naja, mal gucken. So. Hier werden wir das so bauen und hier werden wir das auch so bauen. Hier werden wir einen kleinen Turm hinbauen. Na, los, drehe ich nochmal. So, jetzt wollen wir hier mal drehen. Weiter bauen wir hier nämlich echt so einen kleinen Turm hin. Habe ich mir gedacht. Zack, da haben wir es. Dann können wir hier nämlich noch eine Rundung reinpfeffern. Ach halt, da müssen wir auch noch raus. So, das haben wir zumindest schon mal. Und das werden wir dann hier auch nochmal bauen, das Ding. 4. Ja. 4. 3, 4. Zack. Dahin. Jawohl. Oh, es wird richtig voll hier schon. Wie ihr seht. Und wir sind da noch fleißig hier am Bauen. Ne, jetzt sieht scheiße aus. Da würde ich sagen, bauen wir sowas hier hin. Wieso kann er das jetzt wieder hier vorne nicht bauen? Verstehe ich nicht. Muss dazu geworden sein. Kann man mal einer sein, wo dran der liegt?
Dass ich da plötzlich sowas nicht hinbauen kann? Muss doch einen Grund haben. Hier zum Beispiel steckt er auch nicht nach oben. Wieso denn das? Das ist ein Scheiß, ey. Das nervt mich voll. Ja. Ja. So, jetzt machen wir hier einen kleinen Tunnel hin. Und dazwischen machen wir noch kleine Fenster rein. Achso, das ist ja höher dann. Ist ja doof. Nein, das ist doof. Also es ärgert mich jetzt so ein bisschen, wisst ihr das? Gut, Leute. Und ihr seht schon, es nimmt so ein bisschen Form an. Ich habe nicht geübt. Ich habe gar keine Zeit gehabt, leider, zum Üben. Ich hätte zu gerne geübt, bin ich ganz ehrlich. Ich weiß hier immer noch nicht, kann mir einer sagen, wieso er hier nichts draufsetzen will auf diese Dinger hier, auf die Tunnel? Ist doch Mist, sowas. Ärgert mich so ein bisschen. Hier auch nicht. Selbst die will er nicht draufsetzen, obwohl ich sage Auto-Stacking. Ist ja echt ärgerlich. Na gut, dann lassen wir das so bestehen. Aber die Dinger hier muss ich da noch hinbauen. Nein! Nein! So. Da haben wir's. Die anderen werden wir auch noch durchziehen, ne? Jetzt muss ich noch mal drehen, die Kamera. Die hier müssen wir dann auch noch bauen. Da haben wir's. Da machen wir dann vier Durchgänge durch. Hier können wir noch ein bisschen was mit Deko machen, dachte ich mir. Achso, da kann ich nichts hinsetzen. Was bei dem anderen ging, geht hier nicht? Doch, geht auch. Okay. Dann müssen wir mal gucken unter Roofs. Unter Dächern. Ach, das ist ja doof. Hätte ich vorher machen müssen. Ist ja richtig doof. So richtig. Da ist ja das Problem. Seht ihr das? Ich in einer Reihe kriege ich das hin, da kriege ich es auch hin. Ups. Ups. So, seht ihr das, was ich meine? Und wenn ich jetzt hier rangehe und hier die Decke hinmachen will, baut er mir die Decke nicht rauf. Er baut mir die Decke auf dem Boden, seht ihr das? Kann mir einer sagen, warum? Bei den anderen Seiten geht's doch. Wäre cool, wenn ihr mir das sagen könntet. Aber ich finde so echt scheiße. Richtig scheiße finde ich das. So. Machen wir das gleich hier. Das hätte. Ups. Das war eins zu viel. Na gut, dann machen wir das mal hier vor den Pfosten. Hinhauen. Dann würde er da gleich wieder hinbauen. Ach man, wenn das mal bei dem anderen so gut funktionieren würde wie da, dann würde ich mir ja keine Sorgen machen. Das Mist, ey. Vielleicht auch nur ein Denkfehler, ihr könnt mir dazu mal was sagen. Wäre sehr cool, Leute. Okay. Sieht doof aus. Ja, das gefällt mir ehrlich gesagt sowieso nicht, weil ich im Endeffekt nicht bauen kann, die Dinger. Ja, und da werden wir das und das machen. Und da werden wir jetzt ein paar Deko-Sachen hinpacken, würde ich sagen. Das sieht ja schon cool aus, außer der Mittelbereich. Kann mir einer vielleicht sagen, wieso das hier nicht funktioniert, wie ich das will? Vielleicht habt ihr einen coolen Tipp für mich. Wäre sehr geil. Haben wir das Ding noch gar nicht eröffnet hier? Wir haben das doch schon eröffnet, oder? Oh nein, wir haben es noch nicht eröffnet. Wir haben gefuscht, Leute. Gut, ich lasse jetzt die Türme erstmal so sein. Das ärgert mich so ein bisschen, muss ich ganz ehrlich gestehen. So.
Und ich würde glatt sagen, Dekorationen, die sind immer gut. Ich suche hier was Bestimmtes, genau. Rote Flagge. Und die Kanonen, da haben wir sie. Ach nee, das ist doof. Doch, das ist gut. Nee, nicht so richtig. Kanonen. Okay, ich würde sagen, ich lasse das erstmal. Wandbilder lassen wir auch erstmal weg. Die können wir hier noch nicht gebrauchen. Was wir hier noch hinsetzen können, ist so weit hier ungefähr. Hier oben drauf. Die sieht ein bisschen nach was aus. Und nicht so hingekleistert. Obwohl, sieht schon hingekleistert aus, aber es hält sich noch Grenzen. Hier ist ganz schön voll, Leute. Ausgang ist da. Karussell läuft auch. Somit würde ich sagen, wir gehen ans nächste Karussell ran. Was nehmen wir denn da? Was ist denn das, dieses? Woliwick. Schauen wir noch mal rein. Oh, jetzt können wir sogar zwischendurch so hinbauen. An die kleinen Bereiche hier. Wäre doch nice. Wäre doch schick. So, das werden wir auch machen. Wir setzen den Eingang hier hin. Den Ausgang setzen wir hier hin. Wir bauen den Eingang so ein bisschen. Also sehr kurz der Eingang. Aber erstmal sehen, was da überhaupt los ist. Und wir öffnen. Wird zu kurz sein, da würde ich mir was anderes einfallen lassen. Wahrscheinlich so Bogen gehen. Das ist auch cool hier. Sehr geil. Ja, unsere Türme sehen schon cool aus. Die Fenster sind nicht so schön. Die gefallen mir nicht. Aber zumindest haben wir erstmal was gebaut. Und jetzt werde ich hier oben noch die Kanönchen hinstellen. Ja, naja, ich lasse das erstmal so. Mir gefällt sich. Da die Schiffsgondel. Können wir mal gucken, dass wir da mitfahren können. Dann können wir vielleicht ein paar Leute mit zugucken. Ich setze mal die andere Kamera. Ah, mit einem kleinen Kind vorne drauf. Guckt mal, Leute. Und sie freut sich, wie ein Honigkuchenpferd. Er macht komische Ge Anstalten. Ein Kollege, wenn du reiern musst, mach es dann, wenn es nach. Ja, ist eigentlich egal. Kommt dir immer wieder entgegen. Die Kleine ist ja schnuffig, die freut sich richtig. Und er könnte so wie in einer Art wie Dr. Jekyll und Mr. Hyde sein. So von den Gesichtszügen her. Ja, macht bestimmt Fun, Leute. So, dann gehen wir mal hier raus. Und dann ziehen wir uns noch das andere rein. Ich werde es hier, glaube ich, nochmal sowieso anders bauen. Dann schauen wir da mal. Okay, sie ist nicht gerade sehr begeistert. Die genießt aber die Aussicht. Hat natürlich keinen Lover am Arm. Das tut mir echt leid. Aber vielleicht bei der nächsten Fahrt, wer weiß. Ja, die Aussicht sieht er selber. Es ist sehr hoch. Die Aussicht ist echt cool gemacht. Ja, macht Fun auf Meer. Schade, ich hätte gerne die Achterbahn gebaut. Ich hatte schon Probelauf gemacht, aber irgendwie hat es nicht so funktioniert, wie ich wollte. Und die Reihe, wie ich gesagt habe, ist hier viel zu kurz. Habe ich auch doof hingestellt, wenn ich ehrlich bin. Das ist dieses Kinderkarussell. Die Kanonen umfeuern die ganze Zeit. Wir können ja mal was gucken. Was haben wir denn hier noch? Davon würde ich eigentlich nicht so viel. Fountain Base geil. Achso, okay, für den Kopf, Totenkopf. Da könnten wir eine Fontäne hinmachen, hier hin. So, und jetzt werden wir hier ein Schiffswrack hinstellen, würde ich sagen. Da werden sie jetzt durchlaufen müssen. Das werden wir jetzt so hinstellen, so ein bisschen schräger.
Dass alle denken, das ist so zerbrochen. Sieht doch bestimmt cool aus. Ja, da können sie unten durchlaufen. Sehr geil. Habe ich gut gemacht. Obwohl, so richtig durchlaufen auch nicht. Die zwischen eher oder mehr oder weniger dadurch. Aber naja, kann man auch besser machen. Gefällt mir überhaupt nicht. Ja, so ist das. So, und ich würde jetzt am liebsten eine Achterbahn bauen, aber das werde ich dann für die nächste Folge aufheben. Ich hoffe, dass nicht wieder die Datei kaputt geht, dann flippe ich ja aus. Die Turmen werde ich, glaube ich, komplett nochmal abreißen das nächste Mal, das werde ich dann vorarbeiten. Wie ihr seht, ist schon recht voll hier. Und wir können ja mal was ausprobieren. Alles Mist. So, Gebäude wollen wir erstmal nicht machen. Wir werden noch ein Karussell bauen. Das wollte ich schon immer mal sehen, das Stink hier. So, und da werden wir jetzt erstmal den Eingang bauen. Den werden wir hier hinbauen. Den Ausgang können wir eigentlich hier hinten machen. Da. So, und jetzt werden wir den Zugangsbereich nochmal machen. Wieso switcht der immer in eine andere Optik? Ist ja furchtbar. Hier werden wir mal wirklich ein bisschen besser bauen, hoffe ich. Was hört der Piratenmucke? Fehlt noch so Jack Sparrow. So, jetzt können wir hier den Eingang bauen. Jawohl, Leute. Das sieht doch mal gut aus. Da habe ich mal gut gebaut. Ich vermute es am besten immer zickzack. Und wir werden jetzt mal gucken, was läuft denn da für einer rum? Cool. Der ist ja mal geil. Er nennt mich Blackbeard. Oh. Palais. Cool. Maskottchen, das andere ist auch ziemlich cool. Das kennt ihr ja schon. Da. Mal gucken, jetzt ist bald das Karussell eröffnet. Da gehen sie fleißig durch. Da könnte man noch eine Beleuchtung reinbringen. Wir können ja mal gucken, ob wir irgendwo noch einen Piraten finden oder noch ein Maskottchen. Die Schiffteile werde ich wieder wegbauen. Hier scheint nirgends was zu sein an Maskottchen. Oh, und hier ist es richtig voll. Ach du Scheiße. Das ist ja mal richtig heftig hier. Oder ist der Ausgang nicht da? Ach so, doch, der Ausgang ist da. Das ist ja mal krass. Boah. Krass. Dann muss ich irgendwann nochmal abbauen. Neu bauen. Und da geht die erste Fahrt los, ha? Nee, wieso geht die nicht los? Ist doch offen. Hereinspaziert, wo seid ihr? Achso, weil nicht. Ist doch nicht angebaut? Ich denke, das angebaut hat er da angezeigt. Angeschossen ist es doch. So, ich mache das jetzt nochmal. Wie kann ich ihn jetzt nochmal nachbauen? Hier, ach da. So, ich gehe jetzt mal ein Sticken vor und sage jetzt den Ausgang. Nee, macht er nicht. Wieso macht er den Ausgang nicht? Ich werde ja auch. Habe ich doch? Oh nö. Wieso kann ich den Ausgang nicht mehr bauen, weil ich den jetzt abgerissen habe da? Ist doch scheiße. Das ist so ein Ding, was ich wirklich nicht mag. So was? Weil das echt den ganzen Spielspaß verdauen kann. So, ich habe jetzt den Eingang gebaut. Und ich kann diese Maschine nicht mehr anklicken. Oh, Mann. Ja, ich hoffe, das wird noch gepatcht. Ich habe ja zwei, drei Leute, die das Spiel auch spielen, wie ich gesehen habe, unter den Zuschauern. Könnt ihr mir mal sagen, ob ihr die Probleme auch hattet oder ob ich jetzt einen Fehler begangen habe? Das würde mich mal echt interessieren. Weil ich kann jetzt keinen Ausgang mehr bauen.
Und ich krieg die Knöpfe auch nicht mehr weg. Ich werd ja auch. Und jetzt ja. Oh Mann. Na gut, ich gebe es auf für heute. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen. Wir werden hier nochmal reingucken. So Schiffshots. Schau, ihr seht, es ist richtig voll. Ich würde es mir auch hoffen, dass es ein bisschen schwieriger ist. Oh mein Gott. Ich muss hier echt alles anders bauen. Bloß, wie soll ich das machen? Na gut. Na gut, Leute. Ich hoffe, ihr seid nächstes Mal dabei. Lasst mir einen Daumen da oder haut mir mal einen Kommentar rein. Bitte auch an die Leute, die das Spiel schon spielen. Habt ihr die Probleme auch oder stelle ich mich bloß so blöd an? Ansonsten schön mit Ö. Wenn ihr keine weitere Folge mehr weiter verpassen wollt, könnt ihr noch ein Abo reinknallen. Ansonsten sehen wir uns das nächste Mal. Schön mit Ö, euer Berliner. Bye, bye.